Hallo, heute mal in der freien Natur. Im heutigen Beitrag möchte ich etwas über die Vorbelichtung von Negativen erzählen, Schwarz-Weiß oder Farbnegativen. Warum machen wir eine Vorbelichtung? Ganz einfach, wenn die Lichtverhältnisse nicht mehr ausreichen, kann man die ISO des Films etwas höher drehen, beispielsweise statt 200 ASA 400 oder 800 ASA einstellen. Man verliert dabei natürlich in den Schatten. Um diese Schatten wieder hochzuholen, macht man eine Vorbelichtung des Negativs. Aber zunächst einmal einige Grundlagen hier aus diesem dicken Wälzer, The Way Beyond Monochrome. Es ist ein Standardwerk, nicht einfach zu lesen. Es ist eher akademischer Natur, aber für unsere Zwecke sehr gut geeignet. Im Zonensystem wird ja alles abgebildet, von der Zone 0, schwarz, bis zur Zone 10, hell. Gezeichnet wird noch auf dem Papier in Zone 3 bis Zone 2. Wenn wir nun die ISO unseres Films höher drehen, wandert der schwarze Bereich nach oben und wir verlieren die Details und die Textur im Schatten. Hier ist nochmal in einer Übersicht dargestellt, wie ich von der Objekthelligkeit von ganz schwarz bis ganz weiß auf die Negativbelichtung, Negativdichte komme. Die Zone 1 ist in Negativen immer mit einer logarithmischen Dichte von 0,1 definiert. Und zum Schluss aufs Papier. Hier geht der Helligkeitsumfang nicht bis 10. Ich muss es hier schaffen, alles bis auf Stufe 7 bis 8 komprimieren zu können. Bei uns geht es zunächst um den Schattenbereich. Wenn ich jetzt die ISO meiner Kamera höher einstelle als die Normempfindlichkeit des Filmes, verschiebe ich die Zone meiner Kamera relativ zur Objektzone. Das heißt, alles, was normalerweise in Zone 2, 3 oder sogar 4 noch ausreichend mit Struktur abgebildet werden würde, rutscht dann auf dem Negativ durch eine Verschiebung in die Zone 1 oder 2. Das heißt, wird strukturell nicht mehr abgebildet. Hier ist eine Dichtekurve eines Negativs dargestellt. Der untere Kurvenverlauf zeigt einen normalen S-förmigen Dichteverlauf eines Schwarz-Weiß-Negativs an. Wenn ich jetzt vorbelichte mit Zone 1, Zone 2 oder Zone 3, kann ich die Schattenpartien anheben, ohne die Mitteltöne und die Lichter zu beeinflussen. Durch die Vorbelichtung wird das Silber aktiviert, welches sich auf dem Film befindet, denn es braucht eine gewisse Lichtmenge, um belichtet zu werden. Um es hier ganz konkret einmal zu verdeutlichen, ich habe hier eine Bildsituation, wo ich oben sehr helle Lichter habe und unten dunkle Schatten. Das heißt, von Zone 1 bis Zone 10 ist hier alles abgebildet. Wenn ich nun mehr den Fokus oben auf die Lichter lege, das heißt, wenn auch hier noch Struktur gezeigt werden soll, messe ich diesen Bereich als meine Zone 5 an, was aber dann zwangsläufig dazu führt, dass der untere Bereich in den Schwärzen absäuft. Um dies auszuschließen, mache ich eine Vorbelichtung des Negativs und kann dadurch diesen dann im Bereich 1 oder 0 befindlichen Bereich wieder in Bereich mit Textur 3 oder 4 anheben. Was ich eben sagte mit Anmessen des oberen Bereichs mit den Lichtern, entspricht hier auch dem, wenn ich meinen Film auf eine höhere ISO-Zahl einstelle und in einem üblichen Bereich messe.
Alles, was ihr für die Vorbelichtung braucht, ist eine Kamera, die Mehrfachbelichtung ermöglicht. Hier bei meiner Canon EOS 3 ist das etwas versteckt. Das heißt, man muss die Klappe aufmachen und hier diesen Taster für die Vorbelichtung drücken und kann dann über das Wahlrad die Anzahl der Vorbelichtungen einstellen. In dem Fall stellt man das natürlich immer auf 2. So, des Weiteren, was auch sehr praktisch in der Dunkelheit ist oder in der Dämmerung, dass ihr die Vorbelichtung nicht mit einem weißen Blatt Papier macht oder einer Graukarte, sondern einfach mit einer Smartphone-Oberfläche. Dazu lade ich mir einfach eine Word-App runter, WPS Office, und habe automatisch eine weiße Oberfläche. Also, was heißt das konkret? Ich halte mein helles Blatt an die Kamera dran, messe die Belichtung, das ist jetzt Zone 5. Um eine Zone 1, also eine schwache Vorbelichtung, zu machen, muss ich dann um 4 Stufen weiter abblenden oder die Zeit entsprechend verkürzen. Um eine Zone 2 Vorbelichtung zu machen, brauche ich nur 3 Stufen weiter abzublenden oder die Zeit entsprechend zu verkürzen. Wenn ihr diese Vorbelichtung dann mit heruntergesetzter Blende oder kürzerer Zeit macht, achtet bitte darauf, dass die Zeit nicht zu kurz ist, sonst bekommt ihr das Flimmern des Smartphones mit auf das Negativ. Also die Zeit zum Vorbelichten sollte immer länger als eine 30. Sekunde sein. Sie könnte beispielsweise auch eine halbe Sekunde betragen, denn es ist ja egal, ob ihr die Kamera relativ zur Smartphone-Oberfläche bewegt, denn die Oberfläche ist weiß. So, wenn ihr nun diese Vorbelichtung mit einem Smartphone gemacht habt, wird die Objektbelichtung auf das gleiche Negativ gemacht. Das heißt, ich messe mein Objekt an, definiere für mich Zone 5, Zone 4, whatsoever, und löse aus. Damit habt ihr dann zwei Bilder übereinander. Einmal die Vorbelichtung zur Voraktivierung des Silbers im Schattenbereich und die Objektbelichtung obendrauf. Man sollte es allerdings mit der Vorbelichtung nicht übertreiben. Man sollte keine Vorbelichtung über Zone 2 vornehmen, denn eine höhere Vorbelichtung erhöht gleichzeitig den Grauschleier im Negativ. Noch ein Tipp: Wenn ihr hochempfindliche Filme einsetzt, kann es sein, dass die Displayoberfläche viel zu hell ist, um relativ lange Verschlusszeiten zu haben, um das Flimmern zu vermeiden. Um hier auf Verschlusszeiten auf eine 30. Sekunde und länger zu kommen, könnt ihr ja die Helligkeit eures Displays runterregeln. Diese Vorbelichtung geht sehr schnell, wenn man etwas Routine hat. Man weiß dann schon fast, welche Werte man an der Kamera einstellen muss. Es ist dann nur noch eine Sekundensache. Und das Gute ist, ihr erweitert den Spielraum eurer Belichtung enorm, ohne dass der Film anders entwickelt oder sonst wie behandelt werden müsste. Das ist etwas, was man eigentlich immer dabei hat und kann so mal schnell die ISO um 1-2 Blenden höher schrauben oder auch bei sehr hellen Gegenlichtaufnahmen sich Reserven schaffen, damit Lichter und Schatten gleichermaßen auf das Negativ kommen, ohne in die Entwicklung des Films eingreifen zu müssen. Nachdem wir jetzt die Theorie hinter uns gebracht haben, fahren wir doch einmal nach Bonn und üben am konkreten Objekt. Das hier ist nun der erste Aufnahmeort und das Smartphone gibt ganz gut den Kontrastumfang wieder, beziehungsweise die Begrenztheit, die man auch bei normalen Aufnahmen hat. Normalerweise würde ich hier in dieser Tordurchfahrt die Belichtung anmessen. Ich nehme für unser Beispiel aber oben einmal den Fenstergiebel, der in der Sonne liegt. Hier dran kann man besser deutlich machen, was man über die Vorbelichtung alles steuern kann.
Ich habe mit dem Belichtungsmesser oben den Rahmen des Fensters als Stufe 6 definiert, Zone 6 definiert. Daraus ergibt sich zwangsläufig für die dunkle Tordurchfahrt Zone 0 bis 1. Jetzt sind wir in der U-Bahn in Bonn. Auch hier haben wir einen schönen Kontrastverlauf. Auch hier werde ich unten an der Ecke anmessen und das als Zone 5 definieren und sehen, ob man über Vorbelichtung entsprechend mehr bei hoher ISO rausholen kann.